Hallo, ich begrüße euch hier zum VfB HomeFit zur fitten Mitte. Und ja, wir wollen den ganzen Körper jetzt gerade mal durchbewegen. Ich hoffe, dass euch das Programm gefällt. Und es geht vorwiegend heute um große Muskelgruppen, um unsere Faszien. Ja, und dann geht's auch jetzt schon los. Die Schultern mit.
Arme. Arme ganz aktiv mit. I never knew.
wieder mit Erkräftigung. Du stehst auf einem Bein, findest deine Mitte, ziehst den Bauchnabel nach innen und fängst mal an, mit dem Fußgelenk zu kreisen. Sorge für eine aufrechte Haltung. Deine Schultern sinken tief. Dein Scheitel geht zur Decke. Und wenn es wackelt, macht's nichts. So, wechsle die Richtung. Dann stell ab. Und den anderen Fuß. Du kreist. Achtest auf eine schöne Haltung. Langer, faltenfreier Hals. Die Schultern liegen ganz entspannt über dem Brustkorb. Wechsle die Richtung. Und stell ab. Genau. Dann machst du mit dem Knie eine Außenrotation. Genau. Mobilisierst mal im Hüftgelenk. Noch vier, noch drei, noch zwei, der letzte. Komm auf der Matte zum Stehen. Genau, du siehst jetzt, dass ich die Schuhe ausgezogen habe. Also wenn es dir angenehmer ist, die Übung jetzt tatsächlich auf Barfuß zu machen, mach das. Das ist in jedem Fall für die Aktivierung des ganzen Körpers sehr, sehr gesund. Komm wieder auf das erste Bein, zieh dein Gleichgewicht. Dann schreibst du liegende Achten mit deinem Knie in die Luft, sodass dein Hüftgelenk zu jeder Seite einmal bewegt wird im Fluss. Dann stell ab und wechsle auch hier die Seite. Mitte finden, Bauchnabel nach innen, Spannung in den Körper. Fließende Bewegung, liegende Achten, mit dem Knie ganz locker. Noch vier, drei, zwei noch und stell ab. Komm leicht in die Knie. Deine Füße sind im Boden verankert, Fußgewölbe ist aufrecht. Und du kreist mit dem Becken um den Körper mit dem Punkt. Nochmal in die andere Richtung. Dann verschränkst du deine Hände hinter dem Rücken. Du lässt dich einmal nach vorn fallen. Dein Nacken ist ganz locker. Öffne die Hände, setze jetzt vor den Fußspitzen auf. Die Knie sind leicht gebeugt. Du legst den Oberkörper im Wechsel auf die Oberschenkel und streckst. Streck. Streck dich. Und dann rollst du von unten nach oben. Wirbel für Wirbel auf. Kreuz das Bein. Füß die Arme mal in eine angewinkelte Position. Achte auf entspannte Schultern. Und dann, genau, drehst du mit dem Oberkörper kraftvoll zu jeder Seite. Verbinde dich mit deiner Atmung. Atme aus. Atme ein, aus, ein, aus, ein, einmal auf jede Seite. Okay, lass die Arme kurz locker. Nochmal und jetzt bleibst du auf dieser Außenseite. Viermal. Drei.
Das letzte Mal. Und dann lass die Arme sinken. Schwing mal ganz kurz. Genau. Komm in die Mitte. Lass dich einmal zur Seite. Richte dich auf. Zur anderen Seite. Du richtest dich auf. Kreuzt in die andere Richtung. Flickst die Arme wieder ins große U. Ganz bequem gedanklich auf einen Sessel ab. Und dann geht es. Auf. Ein. Und falls du mit dem Bein nicht gewechselt hast, dann hol das noch ganz schnell nach, denn ich habe ganz lautlos die Seite von dir gewechselt. Jetzt ist die andere Seite dran. Mach doch einen entspannten Nacken. Okay. Noch zweimal jede Seite im Wechsel. Du verbindest dich mit deiner Atmung auch hier. Dann lass die Arme nochmal sinken. Nochmal nach oben. Und wir bleiben auf der außen rotierten Seite. Du atmest. Und nochmal locker Federn zur Entlastung. Mit Schwüngen, um die Schultern zu entspannen. Okay, werd kleiner in der Bewegung. Und auch hier nochmal zur Entlastung. Einmal rechts, einmal links. Genau. Dann stell dich wieder hin. Fußgewölbe ist aufgerichtet. Und wir kreisen nochmal. Verankerte Füße im Boden. Mit dem Becken um den Hüftmittelpunkt. Und die andere Richtung. Genau. Dann kommst du in eine tiefe Hocke. Nimm die Hände ganz entspannt an den Nackenansatz mit den Fingerspitzen. Die Schultern sinken tief. Ausatmen. Schließt du deinen Bauchnabel schön nach innen. Und jetzt geht es über die Mitte, über die fitte Mitte. Kontrolliert zur Seite. Und achte darauf, dass die Bewegung wirklich direkt über den Körpermittelpunkt geht. Dein Oberkörper schön aufgerichtet ist. Ausatmen, ein. Aus. Ein, aus, ein. Nochmal jede Seite. Und dann bleibst du auf einer Seite. Genau, wie geht's deinem Bauch? Kontrollier mal. Ist er noch nach innen gerichtet und angespannt? Kontrollierte Mitte. 4, 3, 2, der letzte, andere Seite. Und bitte nicht mit Schwung kompensieren, was dein Muskel nicht hält, sondern schön stabil, kontrollierte Bewegung. Wenn dir das Tempo zu schnell ist, geh auf halbe Tempo. 4, 3, 2, der letzte und lass es einmal ausschwingen. Letztes Mal. Genau. Kleine Veränderung in der Übung. Du gehst in die Kniebeuge, hebst eine Ferse an. Nochmal.
Hände an den Nacken ansaft, aufrechte Halswirbelsäule mit Kraft. Im Wechsel. Halbe Zeit, damit du dich wirklich konzentrierst. Ja. Drei. Zwei. Der letzte. Stell die Ferse ab und lass nochmal unten schwingen. Genau, was zur einen Seite geht, muss auch zur anderen, damit ihr nicht schief seid nach der Übung. Deswegen nochmal in die tiefe Grätsche, tiefe Kniebeuge, andere Ferse hoch, Fingerspitzen an den Nacken an und jetzt hier auf die eine Seite kontrolliert, andere. Genau. Und komm. Wir schaffen noch ein bisschen. Die letzten. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Dann richtest du dich wieder auf. Schwingst zum Ausgleich nochmal. Gerne mit gedrehtem Oberkörper. Ganz entspannt. Okay, werd kleiner in der Bewegung. Und auch hier nochmal zur Seite fallen lassen. Zur anderen Seite. Und jetzt streckst du dich mal nach oben. Zieh dich auseinander. Okay, und lass locker. Genau. Eine Übung zur Stabilisation deiner Körpermitte. Und zwar geht es darum, durch ganz kleine, schnelle Bewegungen ein sogenanntes propriozeptives Training zu erreichen. Das heißt, die ganz tief liegende Muskulatur anzusprechen, die mit den Nerven verzahnt ist, sodass wir gerade jetzt im Winter, wenn wir vielleicht mal ausrutschen, ganz schnell reagieren können. Du kommst auf ein Bein. Spannung in die Körpermitte. Schulterblätter sinken tief. Du spürst die Mitte, Bauchnabel nach innen. Und jetzt, mit langen, ausgestreckten Armen, wenn es wackelt, macht's nichts. Gehst du nach oben mit den Armen. Ziehst das Knie mal vorne etwas weiter nach oben. Dein Arm, deine Armee gehen nach oben. Und wieder zurück. Nach unten. Arme neben das Becken und jetzt hier mit gestreckten Beinen, gerne angezogene Fußsohle, auch nochmal. Nach oben, ups. Und wieder nach unten. Genau, stell wieder ab. Ausschütteln, mal aktiv. Genau, lass dich nach vorne sinken. In die Mitte, zur Seite und die andere Richtung. In die Mitte. So, jetzt kommt die andere Seite dran. Auch hier, hinter deinen Mittelpunkt. Ups. Bauchnabel nach innen, Schultern schön tief, lange Halswirbelsäule. Lange Arme mit Spannung. Kleine Bewegungen. Genau. Moment, es geht erst nach oben, das Knie bleibt vorne. Ups. Und du wanderst wieder nach unten. Genau, streck das Bein nach hinten. Fußspitze ist angezogen. Und auch hier nochmal mit den Armen nach oben. Und wieder nach unten. Und
dann komm zurück zur Mitte. Und auch hier nochmal ausspielen. Kleine Bewegungen, große Wirkung. Lass nochmal nach vorne fallen. Und in die Mitte. Zu einer Seite. Wieder in die Mitte. Und zur anderen Seite. Mitte. Okay, jetzt geht es um die gerade Bauchmuskulatur. Du kommst in die Schrittstellung. Ein Fuß hinten, ein Fuß vorne. So, jetzt nimmst du Kraft in die Hände. Kommst mit aufrechtem Oberkörper nach vorne. Ballst die Fäuste, ziehst die Ferse ab. Kippst dein Becken. Schambein geht Richtung Bauchnabel. Und dann kommst du hoch. Öffne. Nochmal. Gerader Oberkörper. Fäuste. Ferse. Becken kippen. Aufrichten. Arme nach unten. Ferse abstellen. Oberkörper gerade. Fäuste. Ferse. Schambein Richtung Bauchnabel. Aufrichten. Öffnen, Füße abstellen. Nochmal. Oh, jetzt habe ich die Reihenfolge verändert. Egal, das kann passieren. Ein letztes Mal. Genau. Aufrichter Rücken, Ferse abheben, Rücken runden und hochkommen. Lösen. Zieh den Fuß ran. Nochmal zu einer Seite ausschütteln, zur anderen und die Arme ganz weit nach oben. Andere Seite. Komm in die Schrittstellung. Eins vorne, einer hinter. Deine Körpermitte ist zwischen den beiden Füßen. Jetzt geht es genau wie gerade eben. Mit aufrechten Rücken, langer Hals nach vorne. Arme anwinkeln, Ferse hoch, Schambein Richtung Bauchnabel und kraftvoll nach oben. Öffnen, Ferse abseits. Nochmal. Gerade Rücken nach vorne. Arme, Ferse, Rücken runter, kraftvoll nach oben. Nochmal. Gerade Rücken. Arme, Ferse, Rücken runden mit Kraft nach oben. Und zweimal noch. Gerader Rücken, Arme beugen, Fäuste, Ferse, rund werden, aufrecht. Letztes Mal. Gerader Rücken, genau. Rundet und kraftvoll nach oben. Wieder lösen. So, du schwingst zum Ausgleich. Ich hoffe, es geht euch genauso gut, wie es mir jetzt geht. Genau. Nächste Übung. Stell dich wieder hüfteng auf. Genau, mit geradem Rücken kommst du nach vorne. Deine Arme hängen ganz locker. Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Und jetzt rundest du im Rücken und wirst wieder lang. Rund und lang. Rund, lang. Verbinde dich jetzt mit deiner Atmung, falls du es noch nicht gemacht hast. Du atmest aus beim Runden. Ein, wenn du lang wirst. Ausatmen, ein, ganz bewusst, noch zwei, und der letzte, dann setzt Rücken im Block, deine Hände auf die Oberschenkel und drückst dich mit aufrechtem Körper nach oben, kreis nochmal mit dem Becken in die eine Richtung, in die andere Richtung.
finde deinen Mittelpunkt, richte dein Fußgewölbe auf. Und du kreist mal mit dem Oberkörper um den Mittelpunkt, ganz gemütlich, ohne Kraft. Und die andere Richtung. Mitte, dein Körper, Mittelpunkt ist genau über dem Gewicht oder dem Fußgewölbe und trägt dich. Du richtest nochmal ganz bewusst deinen Hinterkopf auf, sodass dein Nacken faltfrei ist. Jetzt kommst du mal in eine liegende Acht mit der Nasenspitze. Vielleicht sind deine Schultern ganz entspannt. Vielleicht sind sie aber auch ein bisschen verkrampft. Wir kümmern uns jetzt nochmal um den hochartig beschädigten Nacken. Genau, dann kommst du in die Mitte. Ganz bewusst kreist du nochmal rückwärts. Mit den Schultern und deine Arme hängen wie gekochte Spaghetti an deinen Schultern. Genau, noch vier, noch drei, noch zwei, und der letzte. Dann bring dein Kinn mit Achtsamkeit auf den Brustkorb. Leg ganz sanft deine Hände auf den Hinterkopf. Du bringst mal dein Kinn zur rechten Schulter, in die Mitte, zur linken Schulter, in die Mitte. Verschränkst die Hände nochmal und zieh dich ganz rund. Richte dich Wirbel für Wirbel wieder auf. Dann bringst du einen Arm vor den Oberkörper und kreist ganz sanft mal unter den Unterarm und achtest darauf, dass deine Körperachse, dein Kopf schön aufrecht ist. Dann löst wieder und wechsle die Seite. In deine Schulter, wenn sie angenehm auseinandergezogen werden. Leg nochmal danach eine Hand zwischen die Schulterblätter und dann ganz sanft nochmal ein bisschen Kraft in die Dehnung bringen. Dann öffnest du. Wechselst die Seite. Wechselst. Und löst. Lass nochmal alles locker. Dann richtest du dich wieder auf. Genau. Du greifst mal. Das Knie fährt an den Schienbein entlang. Jetzt darfst du dich zu Hause ruhig festhalten. Spann den Beckenboden an, Bauchnabel nach innen. Und wir dehnen die Oberschenkelvorderseite. Genau. Legst du die Ferse an den Po. Und du löst. Wechsel die Seite. Greif dir erst das Knie, lass den Rücken schön gerade und dann wanderst du zur Ferse. Spannung in den Körper, Knie auf eine Höhe, Bauchnabel nach innen. Genau, auch hier spür die Dehnung in der Oberschenkelvorderseite. Und dann löst du. Kreuzt nochmal, verschränkst die Arme und ziehst den
Oberkörper über die Mitte, schön auseinander. Richte dich wieder auf und öffne. Wechsle das Bein. Genau. Und dann ziehst du zur anderen Seite, über die Mitte. Wieder zurück und löst auf. Du stellst einen Fuß vor dich, Gewicht ist auf dem hinteren Bein. Und jetzt bringst du den Bauchnabel Richtung Oberschenkel. Spür die Dehnung in der Oberschenkelrückseite. Richte dich wieder auf und das gleiche zur anderen Seite. Gewicht ist auf dem rückwärtigen Bein. Du bringst den Bauchnabel Richtung Oberschenkel. Dann richtest du dich auf. Kommst in die Mitte. Wir dehnen die Wade. Der ganze Fuß jetzt auf. Achte darauf, dass deine Fußspitze schön parallel zur Matte ausgerichtet ist. Dein Rücken ist aufrecht. Und du gibst Kraft in die Fußsohle. Streck dein rückwärtiges Bein so weit, dass du wirklich die Spannung in der Wade merkst. Und dann öffnest du die Arme ganz weit. Bringst die Schulterblätter zusammen. Wechseln. Ganzer Fuß berührt den Boden, das ist ganz wichtig, das Bein ist gestreckt, die Fußspitze ist schön parallel am Mattenrand ausgerichtet, Oberkörper aufgerichtet, jetzt nimmst du die Arme im großen U, Bauchnabel zieht nochmal nach innen und du spürst, wie die Wade zieht. Wenn du nichts merkst, achte wirklich darauf, dass die ganze Fußsohle mit dem Boden verbunden ist. Und löst. Gut, atme nochmal ein und aus. Ein und aus. Ein, aus, ein und aus. Gut. Nochmal ganz kurz, ganz locker mit den Schultern nach hinten kreisen. Und dann lade ich dich ein zu einer Abschlussentspannung auf der Matte. Ich mache noch ein bisschen langsame Musik in unsere Musikeinlage. Und wenn du möchtest, nimmst du erstmal auf den Fußboden oder auf einer warmen Decke Platz. Und ja, holst dir das, was du jetzt wirklich brauchst, um dich gleich ganz gut entspannen zu können. Bis gleich. Ja, dann den Platz auf deiner Matte und genau, lass dich Wirbel für Wirbel auf der Matte in den Boden fallen, streck deine Beine nacheinander aus. Dann kontrollier nochmal, ob du so liegst, wie du jetzt dich gut anfühlt, es entspannt ist. Wenn du magst, kannst du gerne deine Hände auf den Bauch legen. Genau. Und wenn du angekommen bist, schließ dein äußeres Auge und öffne dein inneres Auge. Und dann nimmst du wahr, wie dich die Matte trägt. Wie dein Körper den Boden berührt. Du nimmst wahr, wie jetzt nach der Bewegung sich eine wohlige Entspannung in dir ausbreitet. Und du mit jedem Einatmen tiefer deiner Matte einsinkst, dich die Erde trägt.
warm wie dein Hinterkopf den Boden berührt. Und schick an diese Stelle mit dem nächsten Einatmen ganz bewusst noch einmal Sauerstoff. Nimm wahr, wie deine Halswirbelsäule sich leicht nach oben wölbt und dann in den Schulterblättern auf der Matte sich mit dem Boden, mit deiner Matte zu verbinden. Und dann schick auch hier einen ganz tiefen Atemzug zu dieser Stelle, die du wahrgenommen hast. Und folge mit deinen Gedanken der Brustwirbelsäule, die übergeht in die Lendenwirbelsäule, sich hier vom Boden abhebt, dann im Bereich des Kreuzbeins sich wieder mit der Matte verbindet. Und auch hier schickst du einen tiefen Atemzug an diese Stelle, die verbunden ist, die getragen wird von der Erde. Und folge deinen Gedanken nun über das Gesäß, Oberschenkelrückseite, Waden bis zu den Fersen. Und dann schickst du die nächsten tiefen Atemzüge genau in diese Richtung. Die Beine und die Füße verbunden sind. Dann spür den Atem nach, wie er durch Mund oder Nase in den Kehlkopf, in den Brustkorb und vielleicht auch bis in den Bauch sich mit jedem Atemzug ausbreitet. Da bist du bei dir und nimmst wahr, wie du ganz entspannt nach dieser Sportpraxis, nach dieser Bewegungseinheit zufrieden mit dir bist. Und dann lass deine Gedanken einfach fließen und genieße noch einen Augenblick den Moment der absoluten Entspanntheit. Komm zurück mit deiner Aufmerksamkeit dahin, wo du jetzt bist. Und du beginnst ganz bewusst deine Fingerspitzen, deine Hände, deine Füße zu bewegen. Reckst und streckst deine Arme und Beine. Und öffnest blinzelnd die Augen, kommst
über das Knie oder über die Seite in den Sitz. Dann sage ich Dankeschön fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche dir jetzt einen entspannten restlichen Tag, wo immer du auch bist. Mach's gut. Bis dann.